10-mal Koboldkalle. Oder? Ja, perfekt. Dann können wir wieder rausgehen. Quest erledigt. Tadam! 10 Portionen Koboldkalle gefunden. Ich sollte zu Ariare gehen. Ich finde, der hat sich jetzt eigentlich gelohnt. Man. Also der Ring gerade und der Schild, der war schon. Den Ring behalte ich mal. Erstmal das Schlammkram-Schild weg damit. Immer weg mit dem ganzen Zeug, ne? Holz, jetzt wird ein großer Forst. Wow. Die haben mein Pferd gekillt. Die haben echt mein Pferd gekillt. Warum? Ich habe es doch gehasst. Mann, du bist so nutzlos. Nutzlos. Wie kann sie nur mein Pferd killen? Das war mein bester Freund. Okay. Ich war kurz verstanden. Ich muss das erstmal verkraften. Oh Gott. Mein Pferd ist tot. Das ist mir doch scheißegal. Krass. Ist das mein Pferd? Ich hätte jetzt. Ja, es gibt einen. Ich glaube, das. Ja, ich glaube, das mache ich gleich. Erstmal beenden wir jetzt hier den Quest. Quest. Quest wird beendet. In der Magiergilde. Hallo, Magiergilde. Bot, 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 bot. Bot, 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 bot. Da bist du ja. Groß und hässlich. Wie eh und je. Bla, 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 bla. Ja. Boah. Sorry. Boah. Übel. Oh Mann. Du hast dich bewegt. So, jetzt muss ich dich töten. Nein, nicht direkt, aber hey. Und? Habt ihr schon Koboldgalle? Ja, habe ich. Koboldgalle. Oh, ihr habt es. Und es sieht frisch aus. Ich weiß, ihr werdet von eurem Vorgesetzten bezahlt. Was ist das? 10 Koboldgalle entfernt und? Ring der Ägide. Seit der Ächtung der Toten. Das Ding angeht doch feiner, das ist mir so unklar. Nächstes Mal seid ihr bitte pünktlich. Willst du irgendwie Stress provozieren? Ring der Ägide, was kann der? Dann nehme ich doch lieber. Konstitution brauche ich. Konstitution. 6 Punkte. Nein, den anderen verkaufen wir dann. Ne, den lass erstmal beim Konstitutionsring dran. Obwohl. Ah, ich bin gerade unschlüssig. Ja, das entscheide ich noch. Meine Gelde. Hey. Jetzt haben wir, genau. Deswegen, was können wir als nächstes machen? Ach ja, genau, wir müssen jetzt zu Urain zurück. Ich möchte euch aber vorher noch etwas zeigen. Ja, in der Magilde, das dürfte angemessen sein. Also, ein paar Tricks, sage ich jetzt mal. Also nur so ein paar ganz grundlegende einfach nur. Ein bisschen Gift sammeln, ein bisschen Zeug, Seelensteine, alles her hier. Immer Zaum, ja. Für Tastaturspieler. Ihr drückt das Hochzeichen. Und dann entscheidet sowas. Ja, ich habe vorhin schon mal probiert, also ob es bei irgendeinem Schreibtisch habe ich das gemacht. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall, hier haben wir das Menü. Hier können wir alles Mögliche. Es gibt bestimmte Sachen, die wir benutzen können. Also, wir können Objekte anklicken, bla 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 bla. So, was wir jetzt machen? Erstmal so ganz grundlegende Sachen. Also, erstmal den God-Mode TGM.
bringt No Magic Verbrauch, wie ihr sehen könnt. Wir werden kein Leben verbrauchen, wir brauchen keine Ausdauer, wir können unendlich viel tragen. Wir können eigentlich so gut wie jeden Zauber wirken, den wir wollen. Ist das nicht cool? Total, ich finde das so lame. TGM, aus. Ja. Was wir noch tun können? Wir brauchen eine Person. Irgendeine. So. Einen wunderschönen du. Guten Tag. Wie schön euch zu ich glaub, sehen. Ich glaube, ich kriege jetzt mal Adeline. So. Anklicken. Kill! She's dead. Ich will dir natürlich nie was klauen. Mit Kopf am Adeline gekillt und will wieder gut machen. Adeline. Resurrect. Wie geht es euch? Adeline lebt! Oh mein Gott! Was haben wir noch? Ich brauche jetzt irgendwas Verschlossenes, bitte. Nochmal angenommen, also. Irgendwas Verschlossenes. Bei Schaukästen oder egal was. Irgendwas, es ist verschlossen, also es ist unmöglich. Sogar bei unmöglich verschlossenen Sachen ist das möglich. Angenommen, die Schublade wäre jetzt auf schwer verriegelt. Unlock, habt ihr vorhin schon gesehen. Zack. Und sie wäre offen. Egal welch, egal was. Grünes Seidengewand. Schrank. Ihr könnt einfach alles aufmachen. Dann gibt's noch den Player-Add-Item. Trick, also, den kann ich jetzt nicht auswendig. Ihr müsst halt auf... Hallo, Schüler. Es gibt auf Spieletipps, also Spieletipps verlinke ich auf jeden Fall unten, aber es wird wahrscheinlich jeder kennen. Auf Spieletipps, auf... keine Ahnung was. Es gibt so viele Listen, wo Player-Add-Item, ihr könnt jedes Item, das es im Spiel gibt, zack, 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 her damit. Ja, nur um das mal gezeigt zu haben. Es gibt sogar für Xbox oder keine Ahnung, wo man das spielt, gibt's auch noch einen... Warte, kann ich jetzt die Magie verbrauchen? Ja. Gibt es einen Glitch und... ach, was weiß ich. Lauter Zeugs. Und... Ich glaube, das zeige ich euch jetzt noch schnell. Ich spiele schon. Testing, Call. Stufe Remi. Ah ja, streichen noch zwei Sachen. Also. Testing Hall. Oh mein Gott, wo sind wir hier denn? Das hier, Leute, ist der Testraum. Der Raum aller Räume. Holztür. 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 Und Holztür. Und wahrscheinlich. Was können wir jetzt hier machen? Naja. Niedere Klasse Chaoslager. Was ist das denn? Hier gibt es alles. Ich betone und wiederhole. Alles, was es in Oblivion gibt, gibt es in diesem Raum. In diesen Räumen. Da. Alles in Massen vorhanden. Alles. Hier gibt's echt alles. Hier. Da. Mittelklasse Chaos. Oberklasse. Lagerhaus einbrechen. Halle des Kampfes. Was finden wir denn darin? Das ist unglaublich geil. Ihr könnt alles Mögliche finden. Es gibt Waffen, es gibt Rüstung, es gibt komplette Dunkelheit, die einen verschlingt. Die gibt es natürlich immer, ist ja klar. Vor allem, wenn wir mit Pierre zusammen sind. Wo sind wir denn hier? Combat L, Warenhaus? Wie gut ihr im Kampf und Magie seid, hängt von eurer Ausdauer. Behandlung wie Springen und Kämpfen bringen eure Ausdauer. Oh mein Gott. Leute! Hallo! Kraft Hyron Jürgen. Ich grüße euch. Prinz Humperdink. Guten Morgen. Wow. Leute, das ist unglaublich. Aber diese Halle ist wahr. So. Ihr könnt euch selbst ein Bild hiervon machen. Langes Testlager, NPC-Kampflager, Pfadgitter, Objektvermeidung, Holztür, Holztür zu, Holztür. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Türchen zeigen. Sorry,
Frosch im Hals. Rocken. Aber es gibt so viele Türen, Leute. Und ihr könnt jeder einzelne anschauen, was es daran zu finden gibt. Es ist Cheaterei, ich gebe es zu, aber... Alchemie-Testlager. Einbrechen. Basement-Testset. Container-Warenhaus. Schalter. Allen möglichen Scheiß. Wie kommen wir zurück? Wie könnte das nur passieren? Ganz einfach. Was ihr auch bei Quests machen könnt. Move to Quest. Heißt, ihr werdet automatisch zum Questziel geportet. Praktisch, oder? Ja, aber es war das einzige Mal, dass ich das jetzt gemacht habe. Zeit für euch zu gehen. Was wollt ihr? Habe ich. Ich kann nicht glauben, dass wir noch einen in diese Bande verloren haben. Sorry, ey. Ihr habt den Auftrag aber gut zu Ende gebracht. Wir können es uns heutzutage nicht... Hier ist euer Lohn für die Erledigung des Auftrags. Ich denke... Sie waren nicht immer eine Bedrohung. Sie boten Söldnerdienste im kleinen Stil an, bis Risa K. die Führung übernahm. Dann kamen die dicken Aufträge vom Kaiser. Nach einer Mission in Schwarzmarsch haben sie sich in Leia Win eingenistet. Rücksichtsloser als je zuvor. Das muss untersucht werden. Zuerst müsst ihr jedoch etwas im Rang aufsteigen. Fortschritt. Eure Leistungen im Dienst der Gilde sind nicht unbemerkt geblieben. Von nun an tragt ihr den Titel eines Verteidigers. Von was denn? Denn nicht, stolz. Nicht von einem Barthang oder was? Pflichten. Ich habe etwas für euch, aber wir sollten nicht hier darüber sprechen. Dunkelforstrotte. Ich habe sie mir genauer angeschaut. Einige beunruhigende Dinge gehört. Wir wissen, dass sie eine Gefahr für uns darstellen. Und wir wissen, dass sie gut sind. Aus einem ganz bestimmten Grund. Sind sie so effizient? Gute Frage. Ich habe Geschichten gehört, aber es lässt sich nichts beweisen. Vielleicht arbeiten sie mit einem Magier zusammen. Vielleicht sind sie auch nur gut ausgebildet. Nee. Was ich weiß, ist, dass sie jeden Auftrag annehmen und dann alles tun, um ihn auch auszuführen. Und das ist ihnen egal, wer ihnen in die Quere kommt. Haben wir nicht aufgehört? Elena ist seit der Schwarzherz-Mission vorsichtig geworden. Sie hat Angst, dass man uns umbringt. Nur kurz was. Aber so sterben wir einen Tod auf Raten. Was sei nicht Schwarzherz? Diese Mission war erst der Anfang. Das war, als Vitellus umgebracht wurde. Wir wurden von einem Magier namens Argot engagiert, um etwas von Schwarzherz zu bergen. Ich bin mit 20 Männern hineingegangen und mit 5 wieder heraus. Vitellus war nicht dabei. Er starb, während er unseren Rückzug deckte. Krass. Die Dunkelforstrotte? Ich habe mich umgehört. Anscheinend haben sie den Auftrag für uns zu Ende gebracht. Ich bin mit 20 guten Männern hineingegangen. Ich kann nicht glauben, dass die Bande alles schon erledigt hat. Tja. Das ist nicht alles. Argot, er ist tot. Das Artefakt ist verschwunden. Hört sich wie ein abgekartetes Spiel an. Ja. Vielleicht hatten sie eine Absprache mit Schwarzherz. Ich weiß nicht, aber das finde ich heraus. Oh ja. Also, was jetzt? Jetzt finden wir heraus, was tatsächlich passiert ist. Und wir machen es öffentlich. Ich möchte zeigen, wie die Leute von der Dunkelforstrotte wirklich sind. Cool. Ich kann euch nicht befehlen, dieses Mal mit mir zu kommen. Es ist gefährlich. Und Vilena darf nichts davon erfahren. Es ist eure Entscheidung. Ja gut, okay, ich bin dabei. Wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ich möchte mir Schwarzherz-Festung in Arpenien genauer anschauen. Trefft mich an der Gildenhalle. Asani? Wir müssen heraus... Okay. Auf geht's. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Oder bis gleich, einfach.